mit Heroin sein können. Die Ursachen sind die gleichen. Unser nächstes Thema. Seitdem die Bundesrepublik nun schon bis an die Flüsse Oder und Neiße reicht, denken manche bereits an die Memel. Im sowjetischen Teil Ostpreußens ist vor kurzem noch für Westler verbotene Zone, ist die Wende in vollem Gange. Deutsche Touristen strömen von Westen ein in die kalte Heimat, vom Osten naht der Wolgadeutsche. Kaliningrad auf dem Weg nach Königsberg. Eine Reportage von Thilo Thielke. Kaum ein Ort der Sowjetunion wurde so sorgfältig abgeriegelt wie die militärische Sperrzone Kaliningrad. 45 Jahre lang durfte kein Deutscher dieses Gebiet betreten. Über das ehemalige Königsberg wurde ein Besuchsverbot verhängt, bis zum Januar dieses Jahres. Seitdem läuft die Rückeroberung der Stadt auf Hochtouren. Reiseunternehmer karren den touristischen Volkssturm in Divisionsstärke heran. Nachhilfeunterricht im Hotel Tourist. Heimatvertriebene geben hier schon seit langem den Ton an. Doch vorerst existiert das Reich lediglich musikalisch in seinen alten Grenzen. Russland kann man von Deutschland nicht trennen. Weder geografisch noch politisch. Ja, aber auch Königsberg. Auch Königsberg. Ja, freilich. Dazu gehört Danzig ebenso. Das gehört, das ganze alte Deutsche Reich gehört eben zusammen. Seit deutsche Busse vollbesetzt nach Osten rollen, kommen die Einheimischen den Besuchern entgegen. Man spricht Deutsch. Unsere Reklame. Haben Sie das geschrieben? Ja? Das ist ja alles auf Deutsch. Ja. Seit wann lernen Sie jetzt Deutsch? Seit wann? Sehr frisch. Wie lange? Wie lange ich lerne Deutsch? Nein, Monat und halb. Noch wenig. Bestandsaufnahme deutscher Überreste nach mehr als 40 Jahren. Früher war dies eine Villengegend, beste Wohnlage. Doch nur das Gemäuer ist erhalten geblieben. Im Haus residiert heute das Postamt. In dem Fall des ehemaligen Esszimmers. Das ging durch, kannst du von hier sehen. Wir sind jetzt im Kassenraum, also an den Wintergarten ran und etwa bis hier, da wo diese Wand steht. Das war also ein relativ großer Raum und da war hier eine riesengroße Schiebetür und wo es jetzt da reingeht, da war das Herrenzimmer. Noch steht hier die russische Arbeiterklasse nach Briefmarken Schlange. Es wäre schön, wenn Deutsche wieder herkommen könnten. Ob sie aber noch mal sowas auf die Füße stellen können, wie es Königsberg gewesen ist, das wage ich zu bezweifeln. Das Lenin-Denkmal auf dem Siegesplatz. Vorher Adolf-Hitler-Platz, davor Hansa-Platz. Doch an das Königsberg der 20er Jahre erinnert hier nichts mehr. Im Haus der Volksdeputierten kramt Ex-Bürgermeister Krumenko in alten Fotos. Im Prinzip gibt es Königsberg nicht mehr. Es wurde nach dem Krieg nicht wieder aufgebaut. Es wurde völlig neu gebaut, so gut es damals ging. Die Fotos zeigen, wie die Stadt einmal ausgesehen hat und was daraus geworden ist. Sehen Sie? Ruinen. Überall Ruinen. Ruine. Königsberg in den 20er Jahren. Die östlichste Großstadt Deutschlands und eine der wohlhabendsten. Die Region galt als eine der Kornkammern des Reiches. Durch den 40 Kilometer entfernt gelegenen Ostseehafen Pillau entwickelte sich die Stadt zum Handelszentrum Ostpreußens. Anfang der 30er Jahre lebten hier über 350.000 Menschen. Der Anfang vom Ende Königsbergs. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten.
Bereits im August 1944 lag fast die gesamte Innenstadt Königsbergs in Schutt und Asche. Britische Geschwader hatten die Stadt flächendeckend bombardiert. Am 9. April 1945 rollten die ersten russischen Panzer in die Stadt ein. Die deutsche Wehrmacht hatte eine Trümmerwüste verteidigt. Noch lebten hier 110.000 Menschen, doch die meisten waren schon längst über die Ostsee geflüchtet, als die Sowjets die rote Fahne hissten. Aus dem ostpreußischen Hafen Pillau wurde Baltisk, westlichster Stützpunkt der atomarbestückten baltischen Flotte, einer der geheimsten Orte der Sowjetunion. Dies sind die ersten Bilder aus dem Heiligtum der sowjetischen Marine. Insgesamt sollen im Gebiet um Kaliningrad, etwa so groß wie Schleswig-Holstein, über 200.000 Soldaten stationiert sein. Und nach über 45 Jahren finden sich auch hier noch Relikte aus der Zeit, als Baltisk noch Pillau hieß. Während des Krieges war in diesem Gebäude der Sicherheitsdienst untergebracht. Heute ist das unser Marinemuseum. Nebenan war die Gestapo. Erinnerungen an den Sieg der ruhmreichen Roten Armee. Die Kriegshelden von einst haben als Gipsköpfe überlebt. Und jetzt finden auch die vergilbten Überreste aus deutscher Zeit wieder mehr Beachtung. Das sind die Bücher eines deutschen Gefreiten. Er war Soldat hier. Sonst haben wir hier nichts im Moment. Steht da auch der Name des Mannes? Natürlich, er heißt Karl Hoffmann. Da steht sogar, wie groß er war. Hat er seinen Dienst hier beendet? Ja, im März 1945. Das sind Familienfotos von ihm. Alles ist eingetragen, mit wem er verheiratet war, seine Haarfarbe, sogar die Schuhgröße. Die Rasenflächen der Marinebase gleichen einem einzigen Freiluftmuseum mit Wasserminen, Torpedos und Raketen. Der ganze Stolz der baltischen Flotte, ein Bollwerk gegen den Imperialismus. Doch seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion will man von Feindbildern nichts mehr wissen. Die Deutschen sollen als Helfer kommen, man besinnt sich auf Gemeinsamkeiten. Im April 1945, als unsere Truppen Pillau eingenommen hatten, war der Hafen übersät mit Leichen. Viele Matrosen sprangen voller Angst ins Wasser. Viele wurden getötet, viele verwundet. Später haben wir die Leichen aus dem Wasser gezogen. Man konnte nicht unterscheiden, ob es Deutsche oder Russen waren. Deshalb haben wir sie alle gemeinsam beerdigt. Jetzt liegen sie nebeneinander, wie Brüder. In Kaliningrad erhofft man sich von der Bundesrepublik jetzt wirtschaftliche Hilfe. Das Gebiet um die Stadt, die Region Oblast, soll zur Freihandelszone umgewandelt werden. Und damit man vom deutschen Wirtschaftsraum im Osten optimal profitieren kann, bereitet man sich schon einmal vor. Früher wurde in der staatlichen Schule Nummer 34 Marxismus-Leninismus gelehrt. Jetzt pockt man hier die Vokabeln des einstigen Klassenfeindes. So, stehen. Aha. Ich habe gestanden, richtig. Aufstehen. Aufstehen, ja? Ich bin aufgestanden. Ich bin aufgestanden. Die Zukunft Königsbergs, für viele liegt sie schon jetzt im neuen Großdeutschland. Das war Ostpreußen, ja, und das muss, also es muss auch Ostpreußen bleiben, ja. Also das Gebiet, ja, Ihrer Meinung nach, nun muss der Bundesrepublik Deutschland gehören. Die zweite deutsche Großoffensive ist derweil aus dem asiatischen Teil der Sowjetunion an die Ostsee vorgedrungen. Noch leben in der UdSSR rund 2 Millionen Deutsche. Ihre Vorfahren kamen vor 200 Jahren nach Russland. Stalin verbannte die Nachkommen in die Steppen von Kasachstan, Usbekistan oder Kirgisien. Viele von ihnen wollen jetzt nach Königsberg umsiedeln. Vor einem Jahr sind die ersten 5.000 gekommen. Seit einigen Monaten lebt auch Wladimir Schwarz in Kaliningrad. Auf dem Marktplatz hat er eine florierende Pepsi-Bude eröffnet. Meine Familie Schwarz.
Wir sind Russlanddeutsche. Der Familienname ist Schwarz. Mein Großvater wurde 1937 vom NKWD ermordet, von den Tschechisten. Meinen Vater haben sie in den Ural verschleppt. Er kam als junger Mensch nach Sibirien, in ein Arbeitslager. Dort ist er auch gestorben. Nach Königsberg bin ich jetzt gekommen, weil ich glaube, dass das hier unsere neue Heimat ist. Das Hauptquartier der Heimatsuchenden liegt direkt in der Innenstadt, im Hotel Kaliningrad. Dort hat sich Pastor Hans-Werner Erhard eingemietet. Auch er kam vor einigen Wochen aus Kasachstan ins neue Siedlungsgebiet. Jetzt plant er die Bildung deutscher Gemeinden und träumt von einem germanischen Massenansturm aufs gelobte Land. Diese Leute wollen eine neue Heimat haben. Die Zustände sind uns bekannt. An der Wolga, dass es zu großen Reibungen tut dort. Darum bin ich dafür, dass man hier in Ostpreußen sollte deutsche Bauern ansiedeln. Diese Leute werden gern von den Direktoren der Volkswirtschaften aufgenommen auf dem Lande, weil sie sich als gute Arbeiter bewiesen haben und es anders auch gar nicht sein kann. Das Dorf Babuschkino nahe der litauischen Grenze. Seit etwa einem Jahr leben hier 13 deutsche Familien. Sie mussten aus ihrer Heimat in Kirgisien fliehen, seit dort islamische Fundamentalisten und Nationalisten das Sagen haben. Für sie ist Babuschkino die neue Heimat und heißt jetzt wieder Schellendorf. Die Heimat verlassen ist sehr schwer. Zweimal mussten wir jetzt schon, ich muss schon zweimal aus der Heimat fort. Von der Wolga, da war ich 9 Jahre alt. Und jetzt war ich in Kirgisien, 42 Jahre. Das war gewiss auch schon die Heimat, alles schon gewöhnt. Unser Häuschen hatten wir da. Die Kinder hatten ihr Elternhaus. Jetzt ist alles weg. Eine erneute Umsiedlung kommt für die Neuankömmlinge nicht in Frage. Kolchosbauer Alexander Jansen plant den Aufbau einer eigenen Landwirtschaft im ehemaligen Nordostpreußen, das noch Oblast heißt. Wir sind hierher gekommen. Wir wollen nicht in Deutschland. Nur jetzt geht das so in dem Russland so alles. Wir wissen nicht, was luren weiter. Und viele wollen schon weiterfahren. Nicht alle, nur ich denke so Prozent, davon 15 wollen weiter jetzt fahren. Aber hierher sind sie gekommen, nur mit so einem Gedenken, dass hier bleiben. Noch sind die Deutschen eine verschwindend kleine Minderheit im Gebiet rund um Kaliningrad. Doch Tausende sitzen schon auf gepackten Koffern, irgendwo in Kirgisien oder Kasachstan. Bislang, so heißt es in Kaliningrad, Königsgrad.